Servus, mein Name ist Norbert Schauer und ich möchte euch heute kurz meine Coming-out-Geschichte erzählen. Es war sehr spät, ich war schon 27 Jahre alt, als ich mein Coming-out hatte und es war damals eine wirklich schwierige Zeit für mich. Ich habe an einem Sonntagnachmittag meine Mutter und meine Schwester zu mir zum Kaffee eingeladen und habe ihnen gesagt, ich habe mich in einen Mann verliebt. Meine Mutter ist damals fast vom Sessel gefallen und hat gesagt, das kann es doch gar nicht geben, du bist verführt worden, du armer Bub. Ja, ich komme aus einer konservativen Familie und das war zunächst sehr, sehr schwierig. Aber mit der Zeit wurde auch hier mehr Verständnis aufgebracht und heute haben wir eine ganz entspannte Situation, wenn wir über dieses Thema zu reden kommen. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr zu euch selbst steht, zu dem, was ihr seid, und ihr seid homosexuell begabte Menschen, gleichgeschlechtlich Liebende, und das ist gut so. Verbiegt euch nicht, macht's das Beste daraus. Und wenn ihr zu euch selber stehen könnt, dann werden auch die anderen zu euch stehen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.